Iphigenia Nikolopoli 115. Alexander Bello, Arne Borg 116. Arne Heckmann, Markus Meyer-Helle 117. Felix Grüße, Jan-Hendrik Wolf 118. Lukas Kübelacker, Edwin Aras 119. Benjamin Ström, Martin Osterloh 120. Cornelius Kiefer, Thomas Kroll 121. Linus Kauf, Stuttgart Olverding 122. Borba Saria, Fabian Biester 123. Semin Mensa, Giuseppe Messina 124. Das Spiel ist zurückgestellt, Mensa gibt es in den zurückgestellt. Martin Brat, Johannes Kohl, 124. Franziska Reuter gegen Anne Johansen mit 156. Hans-Georg Brengel gegen Alexander Anderlich mit 1. Florian Langer und Nick Wisseler mit 2. Siegmüller, Jan-Hendrik Reinhardt mit 3. Holger Kühl, Wolfgang Hampel mit 111. Antonia Kubi, Erster
Lara Fischer hat sich schon bei 36 und hat das Spiel gewonnen, weil der Gegner ist nicht da. Pause bitte zur Turnierleitung. Michelle Korne, Susanne Hohlocher, die 136. Bert Korschke, erster Wiederaufruf, die 46. Thomas Otte, erster Wiederaufruf, nicht 71. Thorsten Petersen, erster Wiederaufruf, nicht 35. Bernd Haas, erster Wiederaufruf, 37. Maurice Velasco, erster Wiederaufruf, 68. Antonia Mugui, zweiter Wiederaufruf, 131. Sandra Rang, erster Wiederaufruf, 147. Mehmet Erwin Asner, erster Wiederaufruf, die 66. Manfred Rehde, erster Wiederaufruf, die Nummer 54. Thank you.
Quiz, zweiter Mittelauf, 46. Maurice Velasco, erster Mittelauf, 68. Rami Haswani, erster Bieter auf 52. Jörg Harms, erster Bieter auf 107. Oliver Schlanke, erster Bieter auf 113. Sandra Rand, zweiter Bieter auf 147. Thomas Otte, zweiter Bieter auf 151. Ja, cool, das ist 35. Du hast dein Spiel gewonnen, dein Gegner ist nicht anwesend. Wolfgang der Wahl, zweiter Liga auf Hochdisch Nummer 7. Boris Velasco, zweiter Liga auf Hochdisch 68. Antonia Ruin, dritter Liga auf Hochdisch 131, dann ist der erste Satz verloren. Meister, zweiter Wiederaufruf bis 83. Bernd Rutte, dritter Wiederaufruf bis 46, dann ist der erste Platz verloren. Hajo Benet, zweiter Wiederaufruf bis 58. Paula Silber, 107, du hast dein Spiel gewonnen, dein Gegner ist nicht anwesend. Oliver Schlanke, zweiter Wiederaufruf, 113.
Sandra Rahm, dritter Wiederaufruf, dich 147 und ist der erste Satz verloren. Kim Müller, Hans-Jakob Weiz, die 36. Andreas Storr, Martin Schirmer, die 62. Heinrich Schmidt, Gabi Simon, die 55. Lisa Hoffe, Stefanie Kort, die 128. Gunnar Meisel, Reinhard Schönig, die 59. Elisa Wehling, Annalena Marscher, die 129. Jörg Reichardt, Pia Schneebusch, die 130. Alea Brooks, Pauli Vogler, die 133. Elina Scholz, Emilie Neumann, die 135. Pia Meerbach, Stefanie Luther, die 139. Frank Spiel, Thorsten Sturm, die 40. Pia Reimer, Julia Steinhorst, die 142. Sarah Lindschläger, Tanja Fink, die 146. Franziska Rüsch, Sarah Reesmann, die 148. Verena Lulli, Anna-Lin Bach, die 154. Kai Egerstedt, Rainer Wohlgemut, die 42. Dennis Portius, zweiter Wiederaufruf, ist 102. Jens Roos, zweiter Wiederaufruf, ist 100. Steven Müller, zweiter Wiederaufruf, ist 3. Dritter Wiederaufruf bis 58, das ist der erste Satz verloren. Oliver Schranke, dritter Wiederaufruf bis 113, der erste Satz ist verloren. Sandra Rand, vierter Wiederaufruf bis 147, dann ist das Spiel verloren. Zina Kalberger, dritter Wiederaufruf bis 147.
Brügge gegen Achim Bogisch durch 35. Klaus Werner gegen Thomas Zürke durch 39. Fittmeier gegen Philipp Thurau durch 70. Ali Al-Musali gegen Nick Friedrich durch 80. Christian Müller gegen Alexander Kuhn durch 73. David Kuhn gegen Moritz Josef durch 84. Lars Schmoder gegen Moritz Rahner durch 86. Ruben Heinrich gegen Philipp Sohle durch 85. Heimann Assad, Heinz Gali, Tisch Nummer 6. Axel Jager gegen Klaus Daunen, Tisch 7. Uli Görde gegen Herbert Böll, Tisch 8. Hans Büttner gegen Holger Breitohr, Tisch 9. Jan Müller gegen Winnie Röhl, Tisch 37. Bernd Maas gegen Kurt Salzberger, Tisch 45. Toni Nadella, Stefan Strauch, die 47. Volker Wehl, Rüdiger Treinen, die 48. Stefan Peter, Roberto Dirk, die 44. Klaus Schmidt, Johnny Seitz, die 60. Stefan Metzler, Rolf Borges, die 61. Kai Schneider gegen Ulrich Stöckel, die 51. Nicola Gerlein, Isabel Stamm, Tisch 126. Jörg Fabisch, Olaf Strasitzki, Tisch 53. Deborah Blessing, Irma Del Grosso, Tisch 127. Helmut Hannekamp, Markus Weiland, Tisch 63. Philipp Drahn, Florencia Garcia, Tisch 131. Jörg Simon, Andreas Hühner, Tisch 64. Michaela Klaas, Sabine Brose, Tisch 132. Andreas Stamm, Thomas Mauritz, Tisch 46. Katharina Wunderlich, gegen Lara Fischer, Tisch 136. Dirk Hammersen, gegen Dirk Pelzer, Tisch 38. Alina Schiffer, Corinna Meyer, Tisch 135. Jessica Bechtel, gegen Stefanie Schmidt, Tisch 138. Liuba Sidorcu gegen Lisa Rosemeier, Tisch 140. Natascha Bock gegen Antje Roth, Tisch 143. Tina Kalaba gegen Anna Simon, Tisch 147. Lili Andres gegen Anne Johansen, Tisch 156. Lydia Fisser gegen Susanne Holocher, Tisch 158. Robert Dreiber gegen Fabian Bein, Tisch 65. Raphael Hampel gegen Lars Thomsen, Tisch 81. Felix Fischke gegen Max Heuer, Tisch 91. Pascal Fünf gegen Georg Heinze, Tisch 92. Kai Tikonski gegen Fabian Borscher, Tisch 103. Thomas Otte, Philipp Wiederaufruf, durch 71 und das Spiel verloren. Andreas Schmidt, Winter, Spieler, durch 71. Maurice Velasco, Vierter Wiederaufruf, durch 68, damit das Spiel verloren. Marco, Winter, 68. Dritter Wiederaufruf, 102, der ist der erste Platz verloren.
Jetzt, wo es immer wieder aufgerufen ist, 100, das ist der erste Satz verloren. Steve Müller, erste wieder auf 53, das ist der erste Satz verloren. Christoph Eckhoff, zweiter wieder auf 54. Kaio Bennett, dritter wieder auf 58, dann ist das Spiel verloren. Klaus Dürfer mit der Spieler mit 58. Oliver Schlanke, dritter wieder auf 113, dann ist das Spiel verloren. Uni Titanic mit der Spieler mit 113. Walter Braun, Max Tölke, sich 89. Peter Günther, Christopher Marx, sich 78. Paulo da Silva, Johannes Becker, sich 90. Judith Klave, Sabrina Sammer, sich 134. Julian Ranitz, Andrea Weber, sich 152. Felix Dröse, Benjamin Struth, sich 71. Rob Siegen, Peter Dahlke, sich 100. Robin Kaiser, Felix Glasmeier, sich 104. Thomas Lettich, Leon Dingeldein, sich 105. Carsten Conradi, Kai Kramer, sich 107. Beate Hoffmann, Silke Boos, sich 159. Simon Garan, Niklas Mette, sich 108. Vanessa Pütz, Vera Büssing, sich 155. Adam Kroschinski, Marc Stoppel, sich 99. Patrick Gideon, Dennis Gardener, sich 112. Benjamin Gustav, Jan-Hendrik Wolf, sich 106. Benjamin Kraus, Dominik Oberacker, sich 111. Martin Rudolfer, Matthias Baden, sich 113. Daniel Sorger, Manuel Lafetta, sich Nummer 2. Christian Büscher, Daniel Seemann, sich 114. Alexander Libello, Linus Koch, sich 1. Charlie Koppers, Uwe Binia, sich 101. Andreas Schmidt, Semi Mensa, sich 115. Marco Kutsch, Wolfgang Ampel, sich 87. Stefan Hoppe, Thomas Bratzdruck, sich 119. Nico Wohlgemuth, Arne Borg, sich 110. Nils Emin Aslan, Wilfried Hohlenkamp, sich 116. Dirk Böse, Manfred Regel, sich 54. Bernd Rottke gegen Sören Rabe, sich 55. Dennis
von Sus Philipp und 1-2, dann ist das Spiel verloren. Oskar Hübner gewinnt das Spiel an sich 1-2. Verloren. Jan Hendrik Reikart gewinnt das Spiel an sich 3. Valerie Breuschert, Mara Pormann, sich 144. Antonia Nukmin, Stefanie Neske, sich 154. Annika Lechner, Verena Rüdig, sich 157. König Picardi, Alexander Wolf, sich 3. Michael Kuhl, Thomas Haas, sich 102. Nico Apentelides, Heinrich Schmidt, sich 50. Oliver Schwanke, Martin Osterloh, sich 93. Friede Schünke, Jessica Hagen, sich 145. Niklas Olberding, Holger Kühl, sich 118. Sebastian Kissel, Jonas Schwanke, sich 120. Adrian Luther, Michael Strauß, sich 122. Sarah Agaoglu, Katharina Zier, sich 149. Lukas Bübelacker, Martin Brach, sich 83. Thomas Vogt, Daniel Frank, sich 37. Klaus Wetter, Uwe Glasbohl, sich 62. Daniel Agaroglu, Tim Wegener, die 72. Robert Astmann, Steffen Fischel, die 68. Sierra Lume, Magdalena Papagiani, die 146. Thorsten Kuhn, Simon May, sich 82. Jakobus Steuerwald, Andreas Korn, sich 43. Henry Böttcher, Michael Friedrich, sich 57. Jan Hansen, André Stockmanns, sich 117. Hans-Georg Brengel, Florian Nachbart, sich 67. Stefanie Wehrmechanik, Sarah Riedschläger, sich 61. Heiko Schroth, Matthias Walter, sich 123. Max Pulso, Oskar Hülkner, sich 124. Hans Wolke, Dennis Bonsius, sich 94. Evelyn Vollmeister, Ines Stieler, sich 127. Stefanie Schröder, Katrin Dann, sich 129. Thomas Schmidt, Etienne Aras, sich 66. Christiane Nowak, Paul Röntger, sich 142. Dominik Beseler, Steven Müller, sich 75. Jens Wohlgemut, Reinhold Meister, sich 121.
Schad gegen Sandra Rang mit 135. Marius Meyer-Heppe, Cornelius Kieper mit 73. Herzlich willkommen hier in Hamburg, zurück zum Einzel, zum Sonntag, Deutsche Meisterschaft 2020. Und wir starten hier direkt an Tisch Nummer 1 mit dem Spiel Alex Di Bello gegen Linus Koch. Alex aus... Einen Moment gerade. So, jetzt. Ja. Alex aus Köln mittlerweile, beziehungsweise aus NRW oder ist über NRW für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert und Linus hat sich über Niedersachsen qualifiziert. So, ich habe jetzt letztens auch in Münster schon gegen Linus gespielt. Vom Spielstil her geht es auf jeden Fall mit schnellen Entscheidungen, Schussentscheidungen los, so wie man das jetzt hier auch sieht. Und Alex hingegen ist ein Spieler, der sich viel Zeit lässt auf der Fünferreihe, viel Zeit lässt auf der Dreierreihe und dementsprechend ist das Spiel sehr, sehr unterschiedlich. Linus hat da eine sehr gute Strategie, kann die Lücken da sehr schnell und gut erkennen, traut sich das auch zu. Ja, werde ich natürlich direkt wieder Lügen gestraft von Alex, der hier seinen ersten Schuss auch ganz schnell ausführt. Wir spielen Best of Three, das heißt zwei Gewinnsätze. Der Spieler, der hier jetzt die ersten zwei Sätze gewonnen hat, der gewinnt auch die gesamte Begegnung. Und es ist also ein 2-0 möglich. Das heißt, wenn einer zwei Sätze gewinnt, dann ist er schon durch. Und wenn jeweils einer einen Satz gewinnt, dann geht es halt in den dritten Entscheidungssatz. Und in dem dritten Entscheidungssatz geht es auch nicht nur bis 5. Wenn es 4-4 steht, wird mit 2 Toren Verlängerung bis maximal 8 gespielt. Also bei 8 wäre dann auf jeden Fall Ende. Alex hat jetzt auch sein erstes Timeout genommen. Liegt 4-3 hinten. Hat sich gerade nochmal seine Torwartbewegung überlegt, wie er das verteidigen möchte, was Linus da schießt. Ah, sehr gut. Von Linus, der hier kein Fehlschuss auf Alex hat. Alex will jetzt nachjustieren, überlegt sich hier, wie muss ich mich bewegen, um diese schnellen Schussentscheidungen von Linus besser blocken zu können. Thank you.
Linus holt sich ja gerade noch so ein paar Tipps und ist jetzt auch wieder am Tisch. So, jetzt gilt's. Alex hat auch gut geschossen auf Linus, das heißt, er hat jetzt Anstoß. Wenn er jetzt in der Lage ist, die Leistung, die er offensiv abgerufen hat, weiterhin so abzurufen, plus an der einen oder anderen Stelle in der Defensive dem Linus den Ball abzunehmen, dann wird Alex den Satz sicherlich gewinnen, dann geht es in den Entscheidungssatz und dann muss man schauen, wie sich die beiden positionieren für den Entscheidungssatz. Jetzt kommt der Benny. Na? Hallo. Nee, andersrum. Ja, ich bin da nicht. Du musst das machen so. Ja, du musst nur das Ding haben, du hörst eh nichts. Ich bin da nicht so begabt technisch. Ja, ja, das ist okay. Hi Benny. Hallo Ole. Wir haben Alex gegen Linus auf Tisch 1. Okay. Und Linus hat den ersten Satz jetzt gerade 5-3 gewonnen. Sehr schnelle Schussentscheidung, hat 100% auf Alex geschossen. Auf Alex oder... Weil der gerade Figurei nach einer Sekunde war gefühlt. Ja, ja, also das ist halt das Spiel, was Linus macht. Ja. Und Alex hat halt auch gut geschossen auf Linus mit schnellen Schüssen. Jetzt gerade konnte er den Start, also er hatte ja Ballbesitz und konnte das jetzt halt nicht in eine Führung umwandeln. Mhm. Jetzt kommt steht ganz gut im Tor. Alex die richtige Entscheidung, aber Miss Execution. Ist undankbar in der Vorrunde, wenn du gegen jemanden spielst, der dann alles fürs Kiss ist, macht. Das ist beim Linus, glaube ich, auch so in der K.O.-Runde. Ja, aber in der K.O.-Runde, ja, also kann sich halt irgendwann drauf einstellen. Ja. Ja, die Dreierreihe im Moment von Alex, da läuft es noch nicht so richtig, aber Fünferreihe, ja, da gibt es gar keine Probleme. Oh. Die 5 ist überragend von Alex. Das ist wirklich, dass er dafür eine Ruhe am Ball hat und sich da Pässe mit der einen Figur noch zurechtarbeitet, das ist schon sehr stark. Die 3 ist tatsächlich in letzter Zeit echt ein bisschen abgebaut. Was ist deine Einschätzung? Liegt das daran, dass er jetzt mehr im Tor spielt, gespielt hat, auch diese Saison? Ja, er spielt ja schon seit ein paar Jährchen eigentlich die großen Turniere in der Box. Jetzt hat er mal die WS wieder vorne gespielt mit dem Mick und die DM, letztens in Münster auch vorne. Und die beiden sind eigentlich ein richtig starkes Team. Die waren ja auch die einzigen, die in der Vorrunde jedes Spiel gewonnen haben. Und verlieren dann das erste gegen, ich glaube, Nick Friedrichs. In Münster oder hier? Hier, gestern. Ich meine, die haben das... Ah, nee, Entschuldigung, gegen Benny Kraus und Johannes Kraus. Kolben. Ja, Entschuldigung. Genau. Ja, genau. Das war ein enges Match. Ich glaube, der Alex hat auf den Jojo Kolbe echt keine gute Quote geschossen. Also auch da die Dreierreihe eher das Problem. Ich habe parallel gespielt am Nebentisch und immer, was ich so mitbekommen habe, da hat eigentlich Alex oft den Ball gehabt, aber hat es nicht ausgeschossen. Okay. Ja, ich habe, genau, stimmt, jetzt erinnere ich mich auch wieder, es ging halt auf jeden Fall auch nachher, muss noch ein Schiedsrichter geholt werden. Ich glaube, da gab es auch noch ein bisschen so Unstimmigkeiten. Ja. Ja. Aber Alex hat jetzt hier auf jeden Fall seinen ersten Treffer auch markiert. Schöner links. Neuem ja. Wechsel. Geschwindigkeit ist schnell, also hohe Geschwindigkeit und die Schüsse kommen halt auch sehr präzise auf die Punkte, die er halt schießen will. Ja. Dann kann man mal sehen, was das ausmacht. Klar, Alex auf jeden Fall der technisch deutlich stärkere Spieler, aber eiskalte Dreierreihe gewinnt schon manchmal einfach das Ding. Ja. Gucken, was er jetzt anbietet, der Alex. Jetzt gab's, ich kann mir vorstellen, dass er, ja, ich glaube, jetzt mit, hat er nachgehackt. Ich kann mir vorstellen, dass der Alex gleich mal versucht, eine Schere zu schießen.
Die gibt er dem Alex schon ziemlich deutlich. Aber er will erstmal weiter. Oh, will er auf jeden Fall erstmal weiter bei den Geraden bleiben. Und halt auch auf die Ecken gehen. Du willst halt auch nicht so früh schon solche schwierigen Schüsse machen müssen, normalerweise. Hä? Gucken. Oh. Ja, das war ein saustarker Wechsel. Schön auf rechts gelockt und dann im richtigen Moment zugezogen. Ja, jetzt fängt Linus auch an. Da war die Schere, sag ich doch. Musst du mal auf mich hören, der Junge. Jetzt muss der Alex defensiv einen Zahn zulegen. Ja. Linus macht das nicht schlecht. Ah, schnelle Flinte, ja? Das ist, genau. Auf dem Leo, Torwart, wenn der ein bisschen nicht steil genug steht, gehen die einfach häufig rein. Und das ist unangenehm. Sich dann auch nicht aufzuregen, ruhig zu bleiben und nicht denselben Kack zu machen, wenn man es nicht kann. Schüttelt ein bisschen den Kopf, weil er gedacht hat, es wäre ein Foul, für mich jetzt auch eher nix. Hat also ich denke halt auch bei so einem rumfliegenden Ball, ja. Der bleibt dann nicht einfach so liegen an der Figur und da ist es halt auch okay. Das macht der Alex stark da auf der Fünferreihe. Er legt sich den Gegner schön zurecht, bis der sich entscheidet. Und hat dann einen guten Zug auch im Pass, genau die richtige Geschwindigkeit. Mal gucken, was er jetzt auf der 3 macht. Und wieder relativ klar die Schere auf. Gucken, ob er sich traut gleich. Also es wäre auf jeden Fall schon mal gut fürs Selbstbewusstsein auch von Linus, gegen so einen Spieler in der Vorrunde so zu performen. Also es ist jetzt halt nicht so, ne, dass man dann halt irgendwie sagen müsste, hier, das war irgendwie glücklich oder sowas, sondern er zockt das halt wirklich gut. Alex hat definitiv mehr Probleme, sein Spiel umzusetzen und daher auch jetzt ein höherer Timeout-Anteil bei Alex, der nach wie vor noch keine richtige Lösung gefunden hat in seiner Defensive gegen Linus. Naja, er stand schon ein paar Mal richtig, aber der geht halt einfach sehr häufig Torwart rein. Aber ich gebe dir recht, da muss der Alex ein bisschen abgebrühter sein. Ja, dann nimmt er mal einen schnell mit. Wenn er sich den nicht. Ja, wenn er Gas gibt hinten, dann hält er die Dinger halt auch. Das sieht man an der Körpersprache. Jetzt steht er mit ein bisschen mehr Spannung da. Davor stand er so ein bisschen, bisschen laff am Tisch. Das Spiel wird er bestimmt nicht verlieren. Nee, das auf keinen Fall. Also, ja. Aber gut nochmal umgestellt von Linus. Gucken, was er jetzt hinten raus macht. Zwei auf fünf oder die der tut natürlich weh. Ja. Das ist auch immer so ein blöder Moment. Also gerade bei 3-3, so ein Ding. Der Alex sich gerade die zwei Bälle davor wieder ein bisschen mehr vorgenommen. Jetzt auch noch das Timeout ins Gesicht. Jetzt guckt mal dem Alex ins Gesicht. Der hat jetzt schon keinen Bock mehr. Ja, der tut weh. Und ja, das sind jetzt zwei Bälle. Das waren jetzt drei krumme Dinger im zweiten Satz. Und das weiß der Alex. Und genau das geht ihm jetzt auch gerade durch den Kopf. Mal gucken, ob er jetzt einfach, wenn er nochmal den jetzt konzentriert legt und schießt, ob er dann sich defensiv nochmal reinarbeiten kann. Oh, Linus ist auch wieder am Tisch. Jetzt bin ich gespannt. Fünferreihe die ganze Zeit gut. Sehr souverän. Und der ist jetzt entscheidend schon. Jetzt halt auch die Schere zu versuchen in so einem wichtigen Moment wär zu riskant und dann nimmt er die kleinste Lücke, die da war. Ja, also diese auf dem Wechsel auf die Dreiviertelposition, ja. Weil er halt schon auf den Ecken und in der Mitte
ganz gut steht. Oh! Da kommt das Glück einmal zurück. Ja. Jetzt ja, bin ich. Ja, ja. Also ich sage, dass das, genau, Alex ärgert sich halt natürlich so ein bisschen, wie es jetzt gelaufen ist. Aber ich glaube so, der Ansporn ist da, auch der Ehrgeiz, jetzt halt ein noch besseres Spiel abzulegen, um auf jeden Fall diesen Satz zu gewinnen. Man muss ja auch mal sehen, der Alex ist ja auch jemand, der im Einzel schon auf jedem Turnier Leo-mäßig ganz weit vorne war. Und ich weiß nicht, ob der in der Vorrunde sich so auf 100% motivieren kann. Das bezweifle ich eher. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es jetzt in dem Satz aussieht. So, er will auch noch mal kurz hier der Linus legt sich erstmal eine Runde schlafen. Obwohl es halt natürlich auch verständlich ist, wenn man überlegt, jetzt gestern steckt schon der ganze Tag in den Knochen. Ja, ich finde, das ist auch einfach eine Form der Konzentration und der Fokussierung. Also ich habe auch gerade direkt nach dem Satz der Alex sich erstmal kurz vom Tisch entfernt, auf den Stuhl gesetzt, nicht direkt weiter irgendwie gucken oder versuchen irgendwie ein Momentum, was nicht da war, auszunutzen, sondern nochmal kurz sammeln. Jeder hat von beiden will sich jetzt nochmal resetten, den Satz von vorne wegspielen, auf die Stärken halt fokussieren, die man gerade gehabt hat, das, was gut funktioniert hat. Haben sich auch beide nochmal ein, zwei Bälle eingespielt. Und jetzt geht's um die Wurst. Super. Mitteloption. Diesmal den Torwart richtig festgehalten von Alex. Und jetzt mit der Bandenauflage. Aber wieder gute Positionierung vom Linus. Steht da gut hinten. Gibt ihm die obere Bande. Und dann mal die schnelle Option mit dem Pin. Ja. Abgewichst. Ja. Auf jeden Fall. Also ja, wenn du halt diese Optionen, die schnellen Optionen halt einbaust und das funktioniert, dann ist es halt einfach ein gutes Mittel. Ich meine, ich benutze es ja auch ab und an, vielleicht manchmal zu oft, aber... Du? Nein. Aber wenn es funktioniert, ist das, wie gesagt, ein probates Mittel. Jetzt nicht an Mann gebracht, den Pass. Der Alex wieder von hinten wieder mit der Bandenauflage. Wechselt in den Pull und... Oh, ja. Den hat er sich erkämpft. Da war er schnell, hat der Linus ein bisschen geschlafen. Aber war auch eine... War auch also schwierig zu kontrollieren auf der Fünferreihe nach dem Block. Da hat ja. Alex da mit dem wirklich Versuch, auch langsam auf die gespielt Drei hat. Direkt zu spielen oder gegen die Fünfer anzuspielen. Und der Ball kam dann doch ein bisschen schneller zurück. Und dann zweimal nachgehackt und mit dem glücklichen Auskommen. Oh. Die Lücke muss man auch erstmal sehen. Die kommen fester saftig. Außen rum, ja. Richtig gut von der Ausführung. Gucken, ob Alex jetzt dagegen halten kann. Oh, den macht bing, er gerne bing, in letzter bing, Zeit. Bing, ja, bing. Ja. Den kann er auch gut. Ja, den guckt er sich auch einfach den Satz oder den Satz vorher oder in verschiedenen Situationen vorher guckt er sich den halt auch wirklich an, ja. Ob der funktioniert und in welcher Situation der funktioniert und wenn er ihn dann braucht, dann holt er den raus. Also ich finde auch, dass das ein richtig, richtig guter, eine richtig gute Schussauswahl ist. Im Einzel finde ich es immer ein bisschen riskant. Wegen der Abpraller. Aber, ja. Mein Gott, wenn du dir ausguckst und du weißt, dass du ihn halt von der Technik hier auf jeden Fall triffst und der Gegner steht auf keinen Fall da, warum nicht? Oh. Und direkt der Schweißer zurück. Fand ich jetzt aber auch, steht der Alex hinten nicht gut. Bisschen zu weit auseinander, die Figuren. Wobei du natürlich mit so einem Ding nie rechnen kannst. Ja, das... Quasi so ein bisschen der unmögliche Winkel. Oh. Dass er jetzt gerade die Figuren. Halt. Die Figuren, ja, der ging so leicht schräg. Oh, der richtige. Rechts kommt wirklich kein einziges Mal. Ja. Da muss er sich nach dem Spiel mal noch an den Tisch stellen. Also der rechts geht einfach zu häufig an Pfosten.
hat er ein gutes Auge drauf. War immer offen, wenn er geschossen hat. Oder genau. Fast immer offen. Und das ist halt, ja, ich sag mal, so spät im Turnier, wo du eigentlich eingespielt bist, muss das Ding eigentlich kommen. Der Linus jetzt mit einer guten Offensive, 2 auf 5, 5 auf 3. Mal gucken, ob er ihn anbringen kann. Ja, super Option. Da war der Alex auch nicht mehr so voll drin. Jetzt nickt er auch schon. Das ist oft ein Zeichen dafür, dass man sich so ein bisschen mit der Niederlage abfindet. Und jetzt auch mit der schlampigen Aktion auf der 5. Ja, es ist halt da auch, also er hat dann dem Linus halt auch einfach zu lange die Lücke gezeigt. Also dafür, dass er dann halt so schnell abziehen kann, ist es halt schwierig. Letzte Chance. Und nochmal, jetzt steht er da. Jetzt ja. War er schnell mal zwischen den Stangen, der Linus. 2-5 gerade gut geklappt. Ja, das ist halt, auch wenn es alles schnell ist, technisch sauber. Mal gucken, 2 Bandberührungen hat er schon gespielt, nimmt das Timeout genau ja. Im richtigen Moment. Macht er gut. Und der Alex hat keinen Bock mehr. Ja. Ist aber erst die zweite Vorrunde. Beide haben das erste Spiel gewonnen. Ist ja jetzt keine endgültige Geschichte hier. Nee. Also, es wird ja in der Vorrunde Schweiz System gespielt. 6 Vorrunden sind, glaube ich, angesagt. Und da kommt man halt auch mit 2 Niederlagen noch ins Profifeld. Das heißt, solche Niederlagen, also eine Niederlage tut halt nicht so weh. Und bei einer zweiten, die sollte man halt nicht zu früh haben, dann wird es halt schon hart, dann die restlichen Spiele der Vorrunde zu bestreiten. Das ist bitter. Ja. Der Block und der sich noch drehende Ball rutscht da dem Alex, weil er nicht genug Druck auf die Platte bringt. Ja. Rutscht ihm da durch. Und der Linus auf der 3, einfach abgebrühter als der Alex. Kann man so sagen. Herzlichen Glückwunsch, Linus. Das war gut durchgezockt. Und wir checken jetzt mal, welches Spiel gleich als nächstes kommt. Bis gleich. Thank you.
So, wir sehen jetzt hier das Spiel von Robert Treiber gegen Lars Thomsen. Lars ist, glaube ich, über Baden-Württemberg qualifiziert und Robert Treiber ist über den Mitteldeutschen Verband qualifiziert. Der kommt aus Dresden, glaube ich. Und ja, das erste Tor hat Lars direkt mit einem super Block aus der Fünferreihe erzielt. Trifft jetzt ja eine schnelle Entscheidung auf den Rechten. Versucht First Kiss die erste Lücke zu schießen. Die hat Robert aber schon. Da hat Robert, glaube ich, auch ein bisschen gelockt und das dann direkt zugemacht. Werden wir jetzt gleich sehen bei den nächsten Bällen, ob er sich da weiter so verhält mit den Bewegungen im Tor, dass diese Lücken angezeigt werden. Dieses Reinfahren mit der äußeren Figur ist halt immer sehr unangenehm, wenn es vorher eine Shuffle-Defense ist. Das sieht man im Verlauf von so einem Turnier, bei den Spielen sieht man es jetzt sehr häufig, dass da Stürmer dran scheitern. Ja. Okay, Lars bleibt erstmal dabei. Er hat jetzt mehr Zeit gelassen, wieder die Schießin rechts. Hinten Pinshot-Auflage aus dem Abwehrbereich für rechts lang. Und das zweite Tor jetzt aus der Mitte. Insgesamt das dritte für Lars. Ja, Lars reagiert da gut an die Bande. Also hat auch am Anfang vom Satz viel im Feld angezeigt, dass er im Feld steht und im Feld blocken will und ist dann schnell zur Bande hingefahren, um den Ball da zu blocken. Das hat auch gut funktioniert und ja, Robert lässt sich da auch auf die Lücken gut locken, also er will dann schon auf die wegfahrende Figur spielen und Lars bleibt einfach, bleibt dann halt auch dann da stehen. Der Schuss hätte es auf jeden Fall verdient gehabt, ins Tor zu gehen. Er war gut ausgeführt. Und jetzt wird es Zeit, dass er den Ball auf der Fünferreihe durchlegt, ein bisschen Sicherheit bekommt für seine Pässe.
Lars guckt sich das auch erstmal an. Also die Defense war jetzt sehr langsam. Erstmal die Position abgefahren, stehen geblieben, geguckt, was genau macht der Gegner in der jeweiligen Situation. Gab es ein kleines Geplänkel da im Mittelfeld? Ne, das ist schon richtig, Robert. Du kriegst den Ball. Lars war derjenige, der den Anstoß gegeben hat, dass dieser Ball quasi nicht mehr also unter Kontrolle war für irgendjemanden, sondern im Spielverlauf. Und Robert hat quasi einfach nur eine Defense-Bewegung gemacht, die dann dazu geführt hat, dass der Ball ins Aus geflogen ist, auch wenn es halt ein aktives Dagegenschlagen war, aber es war halt keine Ballkontrolle vorher. Ja, mit dem Linken ist er jetzt wieder erfolgreich. Am Anfang hat er auch einfach schneller verteidigt. Ich verstehe gar nicht so genau, warum er da jetzt sich dann halt wieder langsamer bewegt. Gerade unter dem Aspekt, dass er halt mit dieser langsamen Verteidigung ja den eben gerade schon ein Tor kassiert hat. Ja. Also Robert lässt den Ball langsam zu dem Spot laufen, wo er den Pass spielen will. Lässt ihn gegen die Figur laufen, um zu gucken, wo steht Lars. Und ja, das ist quasi so ein bisschen eine Version von dem, was ich eben gesagt habe, mit der Außenpuppe. Also Robert wollte jetzt den gleichen, quasi aufs gleiche Bild schießen, aber Lars ist dann halt, anstatt stehen zu bleiben, auf Mitte und rechts ist Lars dann noch mit der Außenfigur reingezogen, um den Links zuzumachen, und das hat dann auch funktioniert. Ja, hier werden gefühlt erstmal alle Optionen ausprobiert, die man so hat. Irgendwie mit Drücker und Bande und gerade. Ja, Lars wirkt irgendwie so entnervt. Er spielt halt irgendwie das Spiel schnell. Es ist halt eigentlich jetzt ja noch nicht so, dass er halt irgendwie ja, dass es halt irgendwie so ganz easy locker runterspielt. Guckt halt irgendwie auch während dem Spiel viel vom Tisch weg. Aber ja, es reicht jetzt für den ersten Satz, dass er den holen kann mit einem 4-3. Am Anfang hat ihm seine gute Defense auf der Fünferreihe geholfen, dabei diesen Vorsprung rauszuspielen. Danach wurde es ein ausgeglichenes Spiel. Und wenn Robert jetzt anknüpft an seine Leistung auf der Fünferreihe, dass er sich da das besser ausguckt, wo er hinspielt und darauf wartet, bis Lars sich für eine Position entscheidet, dann kann er hier auf jeden Fall den Satz gewinnen. Aber jetzt geht das Spiel erstmal wieder so los wie vorhin. Lars springt wieder schnell zu den Spots, die er anbietet, und startet jetzt seinen ersten Torerfolg mit einem Schuss nach links. Ja, dieser Moment, wenn der Ball die Figur berührt, ja, ist halt so auch potenziell der Moment, wo man dann den Ball als Brush durchspielen kann. Und das
Hat Robert jetzt auch gemacht. Lars hat seine Verteidigung auf der Fünferreihe wieder geändert. Okay, jetzt Zieherposition. Nachdem das mit den Banden nicht so funktioniert hat. Mit dem Schuss ist er auch gut rausgekommen. Der Torwart von Robert stand richtig. Ja, das sieht aus, als würde er nochmal den Schrägen machen wollen. Moinsen Klaus. Er bleibt weiterhin bei seinem Rechtslangsystem. Oh, jetzt verliert er den Ball. Rollt nicht auf die Dreierreihe. Da hat er Glück gehabt. Totliegender Ball zwischen der Zweier- und der Dreierreihe. Da kommt der Ball wieder in den Abwehrbereich. Da war wieder der Schräge. Oder der Versuch, den Ball wieder schräg übers Feld zu schießen. Da hat er den Ball aber nicht richtig getroffen. Also ich glaube, das ist halt schon eine Option, die auf die Defense von Lars funktionieren kann. Da die Rechtsversuche von Robert im Moment halt alle entweder an der Dreierreihe oder an der Fünferreihe von Lars hängen bleiben. Jetzt ist auch wieder die Defense eine andere von Lars. Jetzt kommt er gleich wieder außen. Oh. Schön außen vorbeigeschossen. Interessante Variante von diesem Abgeber-Pinshot, den zur anderen Figur laufen zu lassen. Der erste ist halt ein bisschen missglückt und den zweiten hat er eigentlich jetzt eher mehr als so auf Verdacht gemacht. Lars ist halt bei dem ersten schon von der Position, die Robert schießen wollte, weggegangen. Da gab es jetzt gar nicht so viele Gründe, warum er diesen Abgeber jetzt quasi nur abgetropft schießen wollte. Kommt durch, kann den Ball nicht halten. Guter Block. Lücke da angezeigt, hingefahren, als dann die Passoption kam. Ah, das ist zu schnell. Das ist zu schnell. Also Robert spielt erfolgreicher seine Fünferreihe, wenn er sich die Lücke zweimal anschaut, mindestens. Ja, da ist der rechte, dieser Tap auf den Dreiviertelpunkt und dann darauf gewartet, dass der Gegner sich weiter bewegt und dann auf den langen zu schießen. Funktioniert sehr gut. Ja, der ist jetzt ein bisschen unglücklich reingegangen, aber auch die werden gezählt. Dieses Stehenbleiben für einen längeren Moment, das macht Lars jetzt nicht mehr. Die Stehphasen der Figuren sind auf jeden Fall kürzer geworden und das bereitet Robert jetzt auf jeden Fall Probleme, die richtige Entscheidung zu treffen. Ja,
Hi Niklas, die Finalspiele, ja, die werden heute, ich schätze mal, wenn wir gut durchkommen, werden die Finalspiele wohl so 17, 18 Uhr stattfinden. Aber wie gesagt, wir müssen erstmal schauen, wie hier die Spiele durchlaufen, weil gestern hatten wir ja auch eine große Verzögerung. Da war sie wieder, Chucky, die Außenpuppe. Oh, ärgerlich. Ärgerlich. Da war wieder die Situation aus dem ersten Satz. Lars macht den Wechsel, bleibt dann auf rechts und auf Mitte stehen. Und das war die richtige Entscheidung von Robert. Jetzt hat er es halt einfach zu schnell gewollt. Und kommt einfach hinten aus dem Abwehrbereich nicht raus. Die Schüsse sind zu unplatziert, beziehungsweise die Schussauswahl. Ja, geil, Niklas, komm vorbei. Er will da auch unbedingt durch die Mitte durch. Das ist schon eine schwierige Schussauswahl oder ein schwieriger Schuss, wenn Lars quasi auf Dreiecksdeckung steht. Also das heißt, dass die Dreierreihe, eine Figur von der Dreierreihe immer in einer Lücke von der Fünferreihe drin steht. Und dann brauchst du so eine leichte, dann brauchst du bei einem rechts lang, brauchst du halt so eine leichte Gegenbewegung, um damit der Ball ein bisschen schräg hinter der Dreierreihe wieder sich, also wieder zurückbewegt. Und das macht hier bei der Verteidigung, wie Lars das macht, macht das wenig Sinn, das so zu spielen. Also da sind die technischen Mittel halt nicht ausreichend. Oh, schöner Pass. Das ist jetzt hier Matchball für Lars. Kann den nicht verwandeln, kriegt den Ball jetzt aber nochmal wieder. Versucht es nochmal auf ganz schnell, aber Robert bleibt da ganz ruhig. Da ist er mal durchgekommen. Und leider hat er den dann nicht getroffen. Also die Schussauswahl war in dem Fall richtig. Das Timing war gut. Und der Ball ist nicht genau gerade geschossen. Der ist ein bisschen nach außen weggegangen und am Pfosten gelandet. Das wäre das 4-4 gewesen. Oh. Das ist hier alles nix. Die Lücken sind offen und er trifft das Ding nicht. Wir wären hier schon bei einem 4-4 auf jeden Fall. Jetzt kommt Lars, der ja zieht den Ball, also wenn ich das auch richtig sehe, selbst wenn er den ein bisschen kürzer spielt, zieht er den Ball immer auf die rechte Seite vom Tor und da hat Robert aber schon seine Figuren stehen. Das ist halt nicht so easy, den da reinzukriegen. Ich denke, eine Variante auf den, also aufs linke, auf die linke Seite vom Tor ist da notwendig. Auf jeden Fall jetzt 4-4. Und Robert kann den Ball ablenken, sodass er in seinem Abwehrbereich landet. Jetzt gibt es die Möglichkeit für ihn, hier mit einem Satzball in den dritten Entscheidungssatz zu kommen. Wieder die Rechtsauflage. Kann ihn durch die Mitte halt aber auch wieder nicht rausbringen. Also das ist, ja, das ist ein bisschen an seiner Offensive aus dem Abwehrbereich gescheitert. Die Schüsse hätten dann ein bisschen länger sein müssen, beziehungsweise Bandenoptionen hätte er so nutzen müssen, um auch Lars irgendwie dazu zu zwingen, dass er sich dann nicht so viel auf der Fünferreihe bewegen kann. Naja, so soll es gewesen sein. Ich bin gleich wieder zurück mit dem nächsten Spiel. Thank you.
Franziska Rübenstich, 166. Franziska Reuter, Stefanie Korn, durch 136. Julia Steinhorn, Stefanie Schröder, durch 142. Carlo Koch, Herbert Köhl, durch 4. Wolfgang Magani, Matthias Schröder, durch 5. Christoph Beckert, Frank Fischer, durch 6. Heinz Gabel, Johannes Kaufmann, durch 7. Ann-Kathrin Bahn, Nina Marlene Reimann, durch 130. Annalena Walscher, Wiebke von Osten, durch 154. Manfred Lang, Stefan Menzler, durch 56. Daniel Frank, Jürgen Hammersen, durch 58. Roberto Lübeck, Frank Müller, durch 60. Rüdiger Dreis, Markus Weiland, durch 61. Rainer Wohlfried, Kai Schneider, durch 62. Achim Brunsch, Andreas Stark, durch 64. Annika Lechner, Tina Palmerla bis 135.
Aspang, Leon Dickelbein, die 92. Daniel Zimmer, Niklas Mette, die 101. Andreas Schmidt, Johannes Wilmer, die 103. Michael Friedrich, Dirk Pelzer, die 50. Ulrich Stöckel, Dirk Müller, die 35. Jens Wohlgemuth, Jan-Hendrik Wolf, durch 1:07. Alexander Wolf, Robert Reiber, durch 1:11. Martin Osterloh, Thomas Hettich, durch 1:12. Matthias Walter, Steffen Büschel, durch 1:13. Heinrich Schmidt, Frank Spies, durch 36. Dennis Kamener, Johannes Kolbe, durch 116. Kai Kramer, Paul Rüthorn, durch 120. Heiko Groß, Michael Zehn, durch 125. Ansgar Niebuhr, zweiter Wiederaufruf, durch 44. So, ihr Lieben, wir sind hier zurück, Tisch Nummer 1, und auf der rechten Seite sehen wir Fabian Gister, der über Niedersachsen qualifiziert ist, und auf der linken Seite ist Sven Oeking, der über Nordrhein-Westfalen qualifiziert ist. Fabian Gister, der hat auch am Freitag hier den Vizetitel im Mixed gewonnen, an der Seite von Michaela Klaas, glaube ich. Jetzt hoffe ich, ich bin richtig. Und Fabian gehört auf jeden Fall auch zu der Kategorie Ball auf der Dreierreihe, Jet, schnelle Entscheidung innerhalb von 1-2 Sekunden. Er kann das halt auch anders, aber es gilt natürlich, die Strategie, was funktioniert, wird gemacht. Und Sven auf der linken Seite schießt auch das Jet-System, also wo man den Griff am Handgelenk abrollt. Und hat da auch wirklich, spielt da auch sehr erfolgreich. Also ist auch bei der Landesmeisterschaft in NRW auf dem 3. Platz gelandet. Und hat auch hier auf den vergangenen Turnieren wirklich sich gegen gute Spieler auch schon durchsetzen können. Auch Münster war halt ein erfolgreiches Turnier für ihn im Einzel. Und erwartet er, bis Fabian eine Entscheidung trifft und aus seiner Shuffle-Defense in den Stand kommt, um dann nach links abzuziehen. Ja, das meine ich. Also er guckt sich halt, bevor er überhaupt mit dem Handgelenk am Griff ist, guckt er schon die Bewegung vom Torwart an, legt dann den Griff ans Handgelenk für den Jet und schießt dann, also in weniger als einer Sekunde, den Schuss, den er dafür richtig hält. Sehr unangenehm. Das ist auch das, was wir vorhin schon mal bei Linus Koch gesehen haben. Oder zum Beispiel halt auch bei Nico Wohlgemuth. Man braucht halt viel Konzentration, um halt herauszufinden, was genau der Trigger ist für den Stürmer. Also es gibt halt immer einen Trigger, der halt irgendwie sagt, okay, ich entscheide mich jetzt für den Schuss.
Und klar kann man sich als Stürmer oder viele Stürmer nehmen sich dann halt vielleicht auch einfach einen Schuss vor und sagen, ja, aufgrund des Bewegungsbild, was ich bis jetzt bei dem Torwart gesehen hat, tippe ich jetzt halt einfach darauf, dass es halt beim nächsten Mal funktioniert. Aber wenn man sein eigenes Bewegungsbild halt gut kennt, dann kann man halt natürlich sich dagegen auch gut wehren. Oh, ob der so schräg gewollt war, bezweifle ich jetzt gerade mal, weil ich bei Fabian eigentlich immer nur die Schüsse straight sehe. Sven hat jetzt auch so ein bisschen seine Auflage verändert, geht ein bisschen neben den Punkt. Oh, ja, ich wollte gerade sagen, um einen kürzeren Weg auf den links lang zu haben. Und das hat wirklich gut funktioniert. Das war mal ein Block. Das war auch die kleinste Lücke, die da war. Der Torwart, der steht unten, jetzt sieht man es auch noch im Bild, der Torwart, der steht auf Anschlag, aber die Figur ist halt ein bisschen zu weit nach vorne geneigt und genau hinter Figur und Pfosten ist der Ball ins Tor reingeflogen. Ärgerlich für Fabian. Das ist halt einer der Punkte, die man hier am Leonhard berücksichtigen muss, also beziehungsweise bei allen Tischen mit hohen Toren, dass sowas passieren kann. Wenn man einen Tisch mit flachen Toren, da kann man den Torwart halt so ein bisschen weiter vor den Pfosten stellen und da wird es dann halt auch ein bisschen schwieriger, solche Schüsse dann, also oder beziehungsweise dann kriegt man die Welle eigentlich gar nicht da durch. Ja, Sven startet jetzt hier mit einem abgefälschten Tor und nimmt das erste Timeout. Da gibt es nochmal die Klatscher auf die Backen. Das ist so das Markenzeichen von Sven. Das, wenn ihr den auf Turnieren seht und in Spielen, der ist immer hochmotiviert und das macht er immer, um sich halt selber auch anzufeuern und zu sagen, komm Junge, bleib wach, sei konzentriert, kämpf um den Ball. Und das finde ich halt auch wirklich eine sehr gute Eigenschaft bei Sven. Also bei dem sieht man halt nie, dass er irgendwie Spiele aufgibt und er kämpft immer bis zum letzten Ball. Und genau das ist es, was seinen Erfolg auch oft ausmacht. Also er ist technisch da nicht immer der bessere Spieler, aber seine Strategien sind halt sehr gut. Ist jetzt hier wieder erfolgreich mit dem Schuss nach links. Ja, Fabian spielt den abgetroffen von der Bande zur Bande hin. Das ist ein beliebter Pass für so eine Shuffle-Defense auf der Fünferreihe, also wo der Gegner sich viel bewegt und wenig an der Bande steht. Also reagiert so ein Verteidiger, der reagiert meistens einmal nur kurz an die Bande und schafft es dann halt aus dieser Bewegung heraus nicht an der Bande zu bleiben. Dementsprechend ist das halt ein Pass, der eine höhere Erfolgsquote hat, auch wenn man sich da vielleicht nicht hundertprozentig sicher ist, ob man den spielen kann. Das war jetzt ein Bandenversuch von Sven, den Fabian auf der Fünferreihe mit einem Gegenschuss blocken wollte, der hingegen wieder geblockt wurde, um jetzt dann einfach auf Svens Dreierreihe zu rollen und dass Sven überhaupt irgendwas machen muss dafür. Jetzt, ich weiß gerade, den Linken halt nicht zu lange auflassen. Der Sven, der schießt den auch einfach, der wartet auch darauf und der wartet dann halt wirklich lange darauf. Da muss man dann auch einfach in den sauren Apfel beißen und sich auf so eine Position festlegen, auch wenn man weiß, dass es ja, dass halt natürlich andere Lücken aufgehen. Aber zu viel Sicherheit dem Gegner zu geben auf einen Schuss, den er halt auch noch gerne schießt, das sollte man vermeiden. Fabian jetzt hier mit Zierauflage versucht es hier mit einem abgetropften Schieber und kriegt direkt den Block.
ist aber auch ein anspruchsvoller Schuss. Jetzt wird hier noch ein bisschen rumgetrickst. Sehr schöne Variante. Also wird das ganze Passrepertoire ausgepackt. Ja, unglücklich. Unglücklich, aber okay. Sven hat besser durchgezogen. Fabian konnte sein Spiel nicht durchziehen. Da hat Sven zu sehr gestört und auch zu sehr gekämpft. Ja, herzlichen Glückwunsch an Sven. Wir sehen uns gleich im nächsten Spiel. Thank you.
Sebastian Kissel, Mike Stoffel, 88. Judith Knabe, der von mir auf 124. Herbert Köln, Christoph Eckhoff, Nummer 14.
Herzlich willkommen hier, vierte Runde bei den Herren im Einzel. Und am Tisch sehen wir auf der linken Seite Lukas Zahn aus Hessen. Und auf der rechten Seite ist Ruben Heinrich aus Niedersachsen. Das Spiel geht los mit dem Anstoß für Lukas. Lukas ist ein Spieler, der ist aus der Jugend von Fränkisch Krumbach entsprungen. Hat auch schon viel Turniererfahrung für sein junges Alter. Und schießt hier schon mal die erste Dreiviertel-Variante. Es split zwischen den Figuren durch. Und wir begrüßen Thomas Haas, a.k.a. The Tommy. Hey, guten Morgen. Und ja, ich habe gerade schon gesagt, ich habe gerade Lukas vorgestellt, Ruben vorgestellt, beziehungsweise erstmal Lukas, der ja aus Fränkisch Krumbach, aus Hessen, genau, aus der Jugend meine kommt. Ecke. Genau, deine Ecke. Du kennst den Lukas sicherlich besser als ich. Ja, für viele Zuschauer ist halt Ruben Heinrich natürlich bekannt. Sehr erfolgreicher deutscher Spieler, der auf der Dreierreihe Pinshot-System spielt ein. Ja, wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Pinschützen in Deutschland. Ja, genau, einer der erfolgreichsten. So, ne? Spielt halt auf der Fünferreihe ein sehr effektives Passsystem, was aber auch sehr unspektakulär ist. Genau, ja. Und ja. Beide Spieler 2 auf 5, so wie ich das sehe. Das ist jetzt auch schon der zweite Pass, den Lukas an der Bande blockt, indem er einfach da stehen bleibt und gar keine Bewegung, ja, sich gar nichts mehr bewegt. Ja, also nominell in dem Spiel natürlich Ruben der stärkere Spieler, aber Lukas Zahn hat schon einigen Favoriten das Leben schwer gemacht. Also der weiß schon, was er da macht am Tisch, und wenn der in seinen Flow kommt, dann kann der sehr gut Tischfußball spielen auf jeden Fall. Also ich finde halt auch seine, so die Aktion, die Energie, die halt in seinem Spiel steckt. Ja, also alle Pässe kommen wirklich richtig mit Schmack, ja, die Schüsse. Ja, die Technik ist super. Ja. Ab und zu hat er Aussetzer gehabt, so ein bisschen mental, wenn er in wichtigen Momenten ab und zu mal Probleme hatte, dann fällt ihm nur schwer, da wieder reinzukommen in seinen Lauf. Mhm. Aber wenn der läuft, dann ist er sehr, sehr stark. Und da kommt es jetzt darauf an, dass Ruben eben Lukas sein Spiel aufdrückt, ja, dass Ruben wirklich das Spiel in die Hand nimmt, um das gewinnen zu können. Und Lukas muss halt schaffen, in seinen Flow zu kommen und da eben nicht so auf Rubens Spiel einzusteigen. Ja, das Spiel 2 auf 5, das sitzt dann nicht so richtig bei Lukas. Gerade hat er sogar direkt ein Gegentor damit gefangen, weil er auch einfach zu langsam dann den Ball Richtung Fünferreihe bewegt hat. Ja, aber das Blocken auf die Dreierreihe von Ruben die Dreier war auch gestern, da hat er sich noch nicht ganz so wohl mitgefühlt, und heute anscheinend auch noch nicht so überragend, wie wir es sonst kennen. Ja, Lukas verteidigt die Ecken auch sehr gut. Also steht viel auf den Ecken, wo er ja bekannt ist, dass Ruben, dass das halt so sein Spiel ist, ja, auf die Ecken zu schießen und dann auch den Kurbler in die Mitte oder auch vielleicht einfach nur ein so. Stupser, nicht, muss ja nicht als Kurbler sein. Ja, er kann. Aber auch schon wieder ein Fehler. Also eben einen Wandpass nicht gefangen, jetzt einen Feldpass nicht gefangen, bei 2-5 von Lukas Zahn hier. Das muss auf jeden Fall noch besser werden, wenn er das Spiel gewinnen will. Weil solche, ja, Fehler bestraft Ruben besonders gern. Ja, also gefühlt hat Lukas jetzt eigentlich mehr Spielanteile oder halt auch eigentlich auch eine bessere Defense, aber trotzdem steht es 2-2. Ja, weil er eben seine eigenproduzierten Fehler macht. Oh, mega Catch. Der Monster Safe. Oder Safe, genau. Kann man sehen. Erstmal gecatcht, dann gesaved. Ja, also richtig, richtig schön von Lukas Zahn hier. Jetzt ist auch hier vorbei mit 2 auf 5. Jetzt gibt es erstmal hier ein paar Raketen aus dem Abwehrbereich. Der war die richtige Lücke, nur einen Pfosten geschossen. Das war ein sehr, sehr geiler Schuss eigentlich. Ja. Das ist im Moment auch so ein Trend in Fränkisch Krumbach, dass alle Zier hinten rausschießen. Also das war ja oft viele 2 auf 5 und
auch mal Pin-Schützen, aber in letzter Zeit einige gute Zieherschützen am Start. Also Ruben mit der richtigen Entscheidung auf den rechten, aber an den Pfosten. Das Ding ging an den Pfosten, da muss er auch noch mal ein bisschen nachjustieren. Ruben ja, jetzt mit das, allen Tricks. Das ist Ruben ist ja auch schnell. Das ja. Im Einzel natürlich wirklich so. Der weiß genau, wo der Ball hinkommen kann, der weiß genau, wo er hingreifen muss. Super schnell, super gute Entscheidung, die der trifft in allerkürzester Zeit. Passieren da so viele gute Dinge, die meisten gar nicht mitkriegen. Ja, jetzt hat er sich defensiv da aber auch ins Spiel gekämpft. Am Anfang ja Lukas Zahn gut gehalten und offensiv eigentlich gut gescored. Und jetzt aber Ruben auch in der Box am Start. So, da kommen wir den Ausgleich jetzt, 3-3. Nochmal das Bändchen wickeln hier. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gute Partie, die wir hier sehen. Also für mich ist es auch wirklich so, dass ich im Moment auch nicht tippen will, wer das gewinnen könnte. Ja, generell ist Ruhm natürlich hier mit der Nase auf dem Papier ein bisschen vorne. Und er hat halt auch in den wichtigen Momenten den Killerinstinkt, die richtig guten Entscheidungen zu treffen. Ja. Der macht dann den richtigen Block und der schießt dann halt auch den wichtigen Ball rein. Der ist im Moment auch viel mehr auf Turnieren unterwegs als Lukas Zahn. Ja? Also ja. Lukas Zahn war vor 2 Jahren richtig aktiv und im Moment ist so ein bisschen weniger geworden. Da muss man sehen, ob die Turnierroutine von Ruben da nicht den Unterschied machen kann. Ja, also jetzt auch 2-5 von Lukas Zahn. Also bisher noch nicht konstant. Da sind jetzt 3 eigenproduzierte Fehler und die darf man gegen Ruben eigentlich nicht machen. Ja. Ja, und ich sag mal, auch mit dem Zier, den er gerade eigens rausgeschossen hat, das ist ja auch was, da muss man ja nicht warten, also nicht einmal machen und dann wieder ändern. So. Ja. Es war ja halt nur ein Schuss gegen den Pfosten. Also ja. Sah jetzt nicht so aus, als hätte er irgendwie ein schlechtes Gefühl bei der Ausführung. Eieieiei, hier 2-5 passiert hier gar nichts mit Lukas. Der kommt zwar an der Dreierreihe vorbei, aber er spielt sich die Bälle von der Fünferreihe selber wieder weg und gibt halt dem Ruhm die Geschenke auf die Dreierreihe. Ja. Also Ruhm macht jetzt halt auch nichts daraus. Das ist jetzt halt auch schon der zweite, den er halt rechts an den Pfosten setzt. Aber ja, das wird sich auf Dauer, justiert sich da der Ruhm und wenn die dann sitzen, dann ist hier so ein Satz auf jeden Fall schon vorbei. Ah, jetzt ist er wieder hier beim Tier. Junge. Komm, schieß die Tier weiter. Ja, der sah richtig gut aus. Ja, er hat jetzt wieder, er hat jetzt den Tier und ich meine, auf die Tier, er wurde jetzt gerade auf den zweiten Tier, den er geschossen hat, wurde er halt geblockt. Und Ruben jetzt wieder den Ball an den Pfosten. Auf der anderen Seite muss man halt natürlich auch sagen, es ist halt der erste Satz. Das heißt, wenn man das ein bisschen locker sehen will und sagt, ja, ich nutze jetzt den ersten Satz, um halt irgendwie ein Gefühl für mein 2-5-Spiel zu bekommen, dann nutze ich das halt auch und gehe das Risiko, dass ich den Satz verliere. Aber wenn er den Satz jetzt verliert... gegen Meinrich will ich eigentlich nicht den ersten Satz abschenken. Da will ich auch Vollgas geben. Ja, es ist jetzt hier... So ein bisschen so ein Hin und Her, so zwischen Zierschießen und 2-5 schießen, ja. Ja. Fünferreihe funktioniert auf jeden Fall gut. So, Ruben geht in seinen 2-5, guckt jetzt einmal nach dem Drücker oben, versucht ihn aber dann durch die Mitte. Ja, jetzt die Chance für Lukas Zahn hier zum 4-4 zu kommen. Ja, das wäre
Ja, aber das sind zu viele eigene Fehler. Ei. Die ja. Lukas Zander macht. Das offensive Spiel ist eigentlich gut genug, wenn man die Unforced Errors eben weglässt. Links ist auch der Pfosten? Nee, das war der Spieler. Und rechts steht jetzt auch der Spieler. Ja. Ey! Durchgetrudelt ist 2:05 ins Tor. Ist das jetzt ein erfolgreiches 2:05 Spiel? Ja, er wird es mitnehmen, würde ich sagen. Ja. Ja, aber jetzt. Also ich denke, Ruben schießt jetzt hier den Satz aus. Der hat sich einen Plan gemacht, dass er, wenn er muss, scored. So wie ich ihn kenne. Da ist der Linke. So ist ding, 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 ding. Ja, das war Satz Nummer 1 für Ruben. Jetzt Yo. Müssen sie mich auch schon wieder verabschieden. Bei den Jungs. Bin auch gerufen worden. Ah, okay. Und viel Erfolg. Bis zum nächsten Match. Und bis später. So, dann geht's hier mit mir alleine weiter. Jo, hau rein. Dann geht's hier mit mir alleine weiter. Jetzt geht's hier schnell. Also die Defensivaktionen von Ruben, wenn der Ball durchs Spielfeld fliegt oder allgemein, also rumfliegende Bälle. Ruben hat immer irgendwie eine Figur dann am Ball. Das ist wirklich beeindruckend, was er da für eine Reaktion hat und auch direkt weiß, wie er mit dem Ball umzugehen hat, was er da machen muss. Gerade wenn die Bälle auf die Dreierreihe kommen, da gibt es halt keinen Moment, in dem man sich irgendwie ausruhen kann oder sich das leisten kann, unkonzentriert zu sein. Da kommen Schüsse von außen so schräg, irgendwelche Slices und sonst irgendwas. Geil, Jungs. Ich grüße die Zerstörer, die immer noch bei mir sind. Schöne Grüße nach Belgien. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Mit und ohne Table Soccer TV. Ja, dieses schnelle Spielchen muss man sich jetzt gegen Ruben nicht unbedingt geben. Ausgleich von Ruben. Mit dem rechten funktioniert es dann nicht so richtig. Entweder er ist offen und er trifft ihn nicht, oder er ist nicht offen. Aber dann geht er wenigstens rein. Uiuiuiuiuiuiui. Und da kommt das Blocktor von Lukas. Ruben versucht viel jetzt hinten den Drücker mit der linken Hand aus dem Abwehrbereich. Hat auf jeden Fall noch die Option, wirklich 2:05 zu spielen. Die Pässe, die er da vorhin gespielt hat, sind angekommen. Und damit konnte er auch gut auf der Fünferreihe dann weiterarbeiten. Die ist gegen Lukas, wenn er also jetzt ins Feld gespielt hat, auch erfolgreich. Ah ja, da ist es. Lukas lässt sich da an die Bande ziehen, bleibt dann kleben. Und Ruben hat dann genau diese zwei Punkte, die er halt perfekt spielt. Also zur Bande hin und dann diesen sehr schrägen Pass ins Feld. Lukas macht einen guten Job in der Defense. Die Ecken sind zu, also das Timing, das Ruben schießt. Das kann Lukas im Moment noch sehr gut decken. Jetzt gibt es erstmal ein Timeout.
Ja, zieh den Zieher schnell ab. Also die Seitwärtsbewegung ist schnell, aber die Schussbewegung, dann die ist ein bisschen unsauber. Also die Schüsse kommen halt nicht so gerade, wie sie, glaube ich, kommen sollen. Trotzdem haben wir jetzt hier eine 4-2-Führung für Lukas. Weil Ruben auf der Dreierreihe nicht so performen konnte. Richtige Entscheidung. Der Pfosten ist immer noch da. Das ist die Chance für Lukas jetzt hier den Satzball reinzuhauen und in den Entscheidungssatz zu kommen. Guter Block von Ruben, den er sich ja direkt auf der Dreierreihe sichern kann. Ja. Also der rechts, wenn er zu ist, funktioniert. Beim Passspiel, da strahlt der Lukas auf jeden Fall viel Ruhe aus. Und harter Ballverlust. Gerade von seiner Dreierreihe direkt auf die Dreier von Ruben, kann den aber jetzt halt auch wieder verteidigen. Ruben ärgert sich da halt auch ein bisschen, dass er halt jetzt so eine schlechte Quote schießt. Ihr kriegt den da nicht rein, wenn er offen ist. Also das Passverhalten, also das Defense-Verhalten von Ruben, wenn Lukas 2 auf 5 spielt, ist wirklich sehr gut. Der ist halt an jedem Ball eigentlich dran. Wow. Schicker Pass zur Bande hin. Aus dem Feld. So, und da sind wir schon wieder bei einem 4-4. Und da wäre fast schon wieder der nächste Ball auf der Dreierreihe von Ruben gelandet. Also Ruben hat jetzt halt gefühlt gar nichts auf der Dreierreihe gemacht. Und ja, es steht trotzdem 4-4. Da muss man sich dann halt natürlich nachher fragen, als Gegner, ja, woran lag es jetzt? Jetzt geht er auf den kurzen Zieher, dann schnell die schnelle Option von hinten. Also bis jetzt spielt Lukas mehr gegen sich selber als gegen Ruben. Ja, und da gewinnt Ruben auch das Spiel, also das war jetzt nicht unbedingt, dass Ruben so viel besser gewesen ist, aber also die Offensivleistung aus dem Abwehrbereich von Lukas, die war nicht ausreichend, die war nicht gut genug, zu viele Bälle selber abgegeben und Ruben immer wieder ins Spiel gebracht. Plus die Kombination, dass ja Ruben halt einfach super schnelle Hände hat und aus allen Positionen noch ein paar Tore dazu beisteuern konnte zu seinem Sieg. Ja, ich bin gleich wieder da zur nächsten Runde.
Wolfgang Navarre besiegen. Praktischer Johannes Kaufmann besiegen. Rüdiger Breine, Jörg Kochler besiegen. 30. Udo Gröbe, Michael Friedrich bis 53. Jörg Simon, Sören Rabe bis 62. Antje Rosen, Sascha Holocher bis 134. Patrick Gibion, erster Wiederaufruf bis 75. Michaela Klaas, alle
Fabian Bein, Boris Jost, 2.
So, herzlich willkommen hier zum fünften Vorrundenspiel und am Start sind der Ule und der Tommy. Hi. Moin. Moin, moin. Wie man hier so in Hamburg sagt. Ja, geht auch direkt schon los. Genau. Rechte Seite ist Thomas Kroll und auf der linken Seite, also Thomas Kroll aus Mitteldeutschland oder über den Mitteldeutschen Verband qualifiziert, auf der linken Seite Matthias Bade, der über den Nordrhein-Westfälischen Tischfußballverband qualifiziert ist. Und es geht auch schon rasant los. Schuss aus der Mitte von Thomas und ja, jetzt... Der typische Frank Braunschweizer. Ja. Über die obere Bande, schräg zurück aufs Tor. Matthias verliert da den Ball ziemlich leichtfertig auf der Dreierreihe. Hier geht's erstmal. Thomas versucht Slingshot, jetzt geht's irgendwie ganz schneller Schussversuch von Matthias. Nein, man kann es ja erstmal versuchen. So das typische Geplänkel am Anfang des Tages. So. Na, wenn ich am Spielen bin, auch am Ende des Tages. Ja. Jeder so, wie er kann. Aber das eine oder andere Mal soll das ja auch erfolgreich gewesen sein. Ab und zu, wenn man mal im richtigen Moment Glück hat. Ja. So, Thomas jetzt hier mit einem 2 auf 5 Spiel. Er macht jetzt so eine Mischung zwischen Schießen und Passen von hinten raus. Aber kennen wir auch. Super sauberes Spiel von Thomas. Super fake-lastige Dreierreihe mit vielen Wechslern. Aber technisch natürlich ein super schöner Pinshot. Ja, Matthias hat eben auch Pinshot geschossen, kann aber auch gut Zieher schießen. Genau, schießt von der Zweierreihe Zieher. Und hat jetzt aber in letzter Zeit angefangen, mehr vorne zu spielen. Ja, Thomas ist ja eigentlich ein Stürmer. Und Matthias eher Torwart. Aber Matthias ist in letzter Zeit auch immer mal als Stürmer unterwegs. Bisschen so wie ich, auch um da jetzt einfach ein bisschen mehr Erfahrung zu sammeln fürs Einzelspiel. Genau, er hat gestern mit Niklas Westermann gespielt, ne? Ja, genau. Schon bei Niklas Westermann in der Box. Das ist ja die typische Konstellation. Matthias Bade, Niklas Westermann. Aber Niklas ja in letzter Zeit nicht mehr so super aktiv. Und dann Matthias auch immer mal als Stürmer zu sehen. Ja, Thomas ist jetzt hier aber schon 3-0 in Führung, also der scheint sich wohl zu fühlen. Für mich Thomas Kroll lange Zeit sehr, sehr ehrgeizig gewesen und dadurch selber im Kopf ab und zu Probleme gehabt. In letzter Zeit jetzt so ein bisschen verspielteres Mindset sich aufgebaut, alle Reihen ein bisschen verspielter. Und dadurch finde ich eine super Entwicklung bei ihm. Also er fühlt sich ein bisschen wohler, ärgert sich nicht mehr so krass, wenn was mal nicht klappt. Und das finde ich gar nicht so schlecht. Ja, ich glaube, das ist halt natürlich auch extrem wichtig. Den Spaß am Spiel, beziehungsweise man muss halt auch sagen, so den Spaß am Verlieren zu haben, das ist halt auch ein wichtiger Bestandteil. Also wenn man Niederlagen dann halt nicht so gut vertragen kann, dann wird halt alles auch zu anstrengend. Und ja, das gehört halt zum Sport dazu, gewinnen und verlieren. Der Ehrgeiz zu gewinnen sollte halt ungebrochen sein und immer an höchster Stelle sein. Aber es gibt ja halt auch Niederlagen, wo man halt gut spielt und der andere hat einfach besser gespielt. Und dann muss man halt einfach sagen können, so ja, okay, ey, heute war es halt einfach mal so. Es gibt halt auch Niederlagen, da hat man nicht so gut gespielt. Und die sind viel schwerer zu verkraften, aber da muss man dann halt auch durch und sagen, beim nächsten Mal wird es wieder besser. Ja, Matthias konnte jetzt hier schon auf dem 2:30 ranarbeiten, hat jetzt auch ein paar Blocks ausgepackt gegen Thomas. Das muss auch die Lösung sein, ja. Also, dass Thomas Kroll die Fünferreihe in dem Spiel höchstwahrscheinlich gewinnen wird, ist
ist, denke ich, keine Schande für Matthias. Aber da muss er halt eben in der Defensive eben den Ausgleich rausholen. Ja. Dass er eben hinten die Blocks macht oder auch mal von hinten scored, um dann genau das eben auszugleichen. Genau, jetzt guckt er nochmal gerade eben bei dieser Tab nach rechts, um dann links lang zu schießen. Ja, jetzt wieder der Versuch auf den langen, aber... Ja, genau, und jetzt die schnelle rechte Option. Zwei Bandenberührungen, keine weitere Bandenberührung mehr da. Beschleuniger zur Bande, schön durchgespielt. Ja, ja, Matthias hat gerade da einen ziemlich guten Job im Tor. Ja. Ja. Springt halt nicht so auf die Fakes an. Genau, steht sehr gut in den Ecken. Mal sehen, ob Thomas da die Lösungen auf die Zwischenlängen und oder auch in die Mitte jetzt finden kann in nächster Zeit. So, nochmal Mund durchgespült. Und dann geht's weiter bei Matthias auf der Dreierreihe. Der letzte war jetzt der kurze rechts. Hat jetzt auch wieder diese Mittelauflage. Nee, also geht jetzt neben den Punkten und schubst den da durch. Jetzt hat er quasi einmal alle Versionen schon mal durch. Ja, alles den, einmal den kurzen gezeigt, rechts, den links lang und jetzt noch den Stupser. Ja. Da muss Thomas sich jetzt auf der Dreierreihe wieder reinarbeiten. Die Fünferreihe stimmt, aber jetzt halt 3, 4, 5 Versuche in Folge, die Matthias da parieren kann. Und jetzt ganz, ganz press Innenpfosten rechts zum 4:4. Schön ins Feld durchgespielt. Schöner Feldpass, ja. Und jetzt die Chance, den ersten Satz hier auszuschießen für Matthias Bader. Und da geht das Ding nochmal durch die Mitte da also durch. Die Dreierreihe von Matthias überzeugt mich. Ja. Hat sich da seine. Ja, hat er einfach seine Strategie, mit der er da auf der Dreierreihe startet, hat er auch wirklich gut durchgespielt. Also genau die Wechsel halt genau abgepasst und sowas. Sehr schwer zu verteidigen, finde ich. Gerade wenn halt so kleine Lücken gespielt werden, wie jetzt halt den Stupser oder den geraden Kurbler, der eigentlich nur offen ist, weil vorher so eine ganz kleine Schubbewegung kommt. Der dann eben das möglich macht, dass Thomas da ganz im Eck stehen muss. Und dann gehen die Optionen eben dazwischen. Guter Pass, den hat er sich da gut aufgemacht mit dem ersten Fake. Eieieiei. Ja, das ist frustrierend. Ja, Krolli jetzt mit 2 Fehlern hintereinander. Eigenverschuldet, das tut immer besonders weh. Kann irgendwie mit seiner rechten Hand gerade nicht so, wie er will. Ja, der Schweißerversuch von Matthias. Damit es auch richtig weh tut. Ja, wenn er den perfekt trifft, dann geht er auch rein, aber so war Colli da dran. Ja. Ja, jetzt der Konter von Thomas. Ja, bei Matthias jetzt halt aber auch. Aha. Nein. Und das ist er wieder. Sieht doch noch was aus. Jetzt. Und mit ein bisschen mehr Spannung, also ein bisschen mehr Körpersprache. Die Energie, die Energie ist jetzt eine andere. Ja.
Gegen wen? Felix gegen Yannick. Felix gegen Yannick, 101. Ach so, okay. Wir haben gerade gehört, dass Felix gegen Yannick Einzel spielen muss. Ja. Thomas Kroll wieder mit Energie am Tisch und da muss er jetzt auch bleiben auf dem Level, um das Spiel noch gewinnen zu können. Ja, Matthias hat jetzt das gleiche Problem gerade. Trifft die richtige Entscheidung, was die Pässe angeht, aber kann die Bälle nicht fangen auf der Fünferreihe. Jetzt waren die letzten zwei Pässe waren zur Bande hin, zwar in unterschiedlichen Versionen. Der dritte Versuch jetzt auch zur Bande hin. Ja, ich bin aber gespannt für Thomas Kroll im letzten Satz, in den wichtigen Momenten, immer mal den Beschleuniger an die Wand. Mhm. Da bin ich mal gespannt, ob er darauf in diesem Satz am Ende auch nochmal aufbauen wird. Ja, darauf muss er auch. Darauf kann er auch jetzt schon aufbauen, weil es ja erstmal 1-0. Wenn er den Satz verliert, ist rum. Ja, jetzt hier aber ein super Block von Thomas. Ja. Oh, und die Linksschere. Das ist ein ganz seltener Schuss aus dem Pin. Ganz wenige Leute nur mit dem im Repertoire. Ganz, ganz schöne Option hier von Thomas. Guter Block. Jetzt muss er noch was draus machen, damit er hier wieder in den Ausgleich kommt. Ja, jetzt wird Matthias auch so ein bisschen von der Körpersprache auch ein bisschen unruhiger, weil es halt wirklich gar nicht funktioniert. Wenn er den Ball auf der 3 hat, schießt er keine Tore und von der 5 auf die 3 hängt es auch. Und Krolli auf der 3er-Reihe hat jetzt eben schon ein gutes Gefühl bewiesen. Ja, das war... Oben rein. Oben rein. Eigentlich einen guten Block gemacht und dann ja. Über die Figur gedopst, der Ball. Aber was will man machen? So. Da ist wieder der Rest, der Schnelle. Und jetzt wäre es für Kroll, Thomas Kroll auch an der Zeit, den Satz auszuschießen, weil wenn Matthias jetzt das 4-4, das 4-4 schießt, dann Matchball gegen sich möchte man möglichst immer vermeiden. Fühlt sich nicht so gut an. Boah, hier sind an dem Pfosten. Da hat Matthias ein kleines Lächeln übrig, das weiß er, dass das der Pfosten gehalten hat. Ja. Arbeitet sich jetzt den Ball auf die Dreierreihe. Ja, und jetzt auch die Chance, das Match hier auszuschießen für Matthias Bade. Ja, jetzt gibt es erstmal ein Timeout, genau. Thomas hat gerade schon so genickt, versucht die Ruhe zu behalten und sagt sich, okay, es steht zwar 4-4, aber ich habe den Ball auf der Fünferreihe, das heißt, ich habe das Spiel in der Hand, ich lege durch, ich schieße weg und dann geht's ab in den Entscheidungssatz. Matthias pustet auch nochmal durch. Jetzt ist Konzentration gefragt hier beim Block auf der Fünferreihe. Der Ball auf der Dreierreihe schon mal gelandet. Jetzt gilt es, das Ding zu verwandeln, weil viele Chancen ergeben sich ja nicht. Ja. Thomas. Die hätte sich lange aufgespart. Schöne Option, super ausgeführt. Das ist nämlich auch immer ein Problem, wenn man sich so einen schweren Schuss für den Satzball oder für den Matchball aufspart, dass der dann auch perfekt kommt, ist immer so eine Restgefahr. Und hier jetzt aber ganz schön gemacht von Thomas Kroll. Ich muss auch los zu meinem letzten Vorrundenspiel. Ja, ich wünsche dir viel Erfolg. Dann, hören wir uns später wieder. Jo, alles klar, hau rein. So.
So, weiter geht's. Matthias hat hier den Ball auf der Dreierreihe, kann mit seiner Entscheidung da noch nicht scoren, verliert jetzt den Ball auch viel zu leichtfertig. Da war er irgendwie mit dem Kopf schon woanders. Jetzt ist halt mit diesen Optionen, die Krolli da vorher schon geschossen hat, mit den Scheren, alles ziemlich schwierig zu verteidigen. Also Matthias wechselt auch nicht wirklich seine Abwehrbewegung, also die Lücken für den Cutback oder den Schrägen sind halt nach wie vor vorhanden. Wenn Krolli den konstant weiterschießen kann, dann hat er damit auf jeden Fall gute Optionen. Aber jetzt kann er erstmal hier sein erstes Tor markieren mit einem Schuss nach links, nachdem er zum kleinen Doppelfake vorbereitet hat, dass Matthias die Lücke öffnet. Der linke war offen. Ärgerlich. Das war nicht so gewollt von Krolli, aber Matthias konnte auch nicht schnell genug nach hinten umgreifen, um den Ball da doch zu stoppen. Jetzt wird es langsam kritisch für Matthias, also so eine 3-0-Führung, da vermute ich, dass Krolli da sich nicht mehr so viel, nicht die Butter vom Brot ziehen lässt. Aber der Block ist da und auch das offensive Spiel von der Fünferreihe funktioniert so, dass Matthias jetzt in der Lage ist, hier das 2-1 zu machen. Wollte da mit dem Kurbler durch die Mitte, aber Krolli ist dann auch stehen geblieben. Hat sich erst viel bewegt, dann stehen bleiben und Matthias hat versucht halt auf die Bewegung zu spielen. Krolli hat das auch erkannt, er hat, habt ihr vielleicht gesehen, gerade so ein bisschen gelächelt. Oi. Slingshot-Versuch. Der hat wieder nicht funktioniert und jetzt ist es halt passiert. Beide grinsen halt so ein bisschen. War natürlich jetzt ein leichtfertiges Hergeben von Krolli des Balls. Die 2-1-Führung, die hätte er sicherlich auch vermeiden können, wenn er sich hin ein bisschen mehr Zeit gelassen hätte. Aber das gehört nun mal dazu. Wenn so ein Slingshot nämlich drin ist, dann ist man halt auch der Geilste. 3-1 Führung jetzt. Er trifft den da rechts nicht. Kann sich ja nicht belohnen für seine erfolgreiche 5er-Reihe. Genau. Wenn Kroll konzentriert sein 2-5-Spiel durchzieht, dann hat er den Ball eigentlich auch immer auf der Fünferreihe. Also so eine, wenn es jetzt zu einer 4-1-Führung kommt, dann ist der Druck, also dann kann der Druck ja nicht größer sein. Ja, ist auch, sah jetzt für mich aus wie ein Cutback, den Matthias sogar noch berührt hat. Nichtsdestotrotz ist er drin, 4-1 gegen Matthias. Ja, also ganz starkes Spiel von der 2er-Reihe auf die 5er-Reihe. Also der Winkel ist halt sehr unangenehm. Die Bewegung lässt halt optisch auf jeden Fall darauf
also vermuten, dass der Ball zur Bande hingespielt wird. So, jetzt sind es noch zwei Bälle für Matthias. Wenn es zu einem 4-4 kommt, dann geht der Satz hier in die Verlängerung. Krolli nimmt jetzt erstmal einen Timeout, weil er das halt auf gar keinen Fall zulassen will. Ist jetzt nochmal sich konzentrieren und eine letzte gute Aktion auf der Fünferreihe und eine auf der Dreierreihe und dann ist er Sieg in der Tasche. Na, da war der Ball schon auf der Dreierreihe. Und sowas will man halt nach einem Timeout nicht erleben. Na, kriegt nochmal einen zweiten Versuch jetzt hier mit dem rechten. Ei. Will nochmal den rechten dann halt schnell, denn das hat Thomas gerochen. Hat sich dann auch schon auf dem rechten positioniert, aber der kam gegen die Figur und ging dann rein. So, wenn es jetzt zu einem 4-4 kommt, dann geht es in die Verlängerung. Und das war's. Das war's. Der Schuss kam. Also ist irgendwie über die Figur gerutscht und Krolli konnte das Ding direkt zurückblocken. 5-3 im Entscheidungssatz. Ein weiterer Sieg für Thomas Kroll. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei Matthias Bade aussieht. Ob ihn das jetzt in der Qualifikation für die fürs Profi-K.O. Ob sich das irgendwie auswirkt. Auf jeden Fall kommen beide mit dem Ergebnis so gut klar, also Thomas halt auf jeden Fall und ja, ich denke, Matthias wird da auch, wird es vielleicht sogar seine erste Niederlage gewesen sein. Wie auch immer, ich bin gleich zurück mit dem nächsten Spiel. Thank you.
Birnen, Rabe, Insekten, Völker. Nummer Kochfelden, Dummröbel, die 49. Lama, Akarotu, Sonnenhof, die 127. Isabel Stern, Pilin, Rabe, die 131. Lars Kunze, erster Mitteraufruf, ist 105. Jan Müller, zweiter Mitteraufruf, ist 62. Maurer Vormann, abgerufen, ist 147. Michaela Klaas, Sarah Hitschläger, ist 154. Katharina Zier, Mia Merbach, ist 132. Jessica Wächter, Deborah Plessig, durch Herzlich willkommen zur sechsten Vorrunde. Hier ist der Ule und auf der linken Seite sehen wir Matthias Bade, qualifiziert über Nordrhein-Westfalen, genauso wie Erik Dahlmann, der hier auf der rechten Seite spielt. Die beiden, die kennen sich sehr gut, die sehen sich natürlich bei Challenger-Turnieren in NRW häufig und auch im NRW-Ligabetrieb treffen die beiden regelmäßig aufeinander. Erik spielt vorne auf der Dreierreihe Pinshot-System, also das heißt mit einer Abrollbewegung aus der Hand heraus. Genauso wie auch Matthias Bade. Und für Erik geht das Spiel schon gut los. Versucht hier ins Feld zu blocken mit einer Fake-Bewegung vorher. Jetzt ein bisschen unsauber getroffen den Ball für seinen Pass ins Feld. Kommt trotzdem an. Ja. Sehr schöne Bewegung. Erik bereitet seine Schüsse mit so einem Tippen auf den Ball, bereitet er seinen Schuss vor. Und das halt auch wirklich mit einer schnellen, auch mit einer schnellen Seitwärtsbeschleunigung. Plus der Schussbewegung selber. Hat jetzt auch diese Saison, beziehungsweise jetzt die letzte Saison, wirklich ja, viel in der Box gespielt. Also früher hat Erik ziemlich viel als Stürmer gespielt. Und das hat sich jetzt dieses Jahr geändert. Oder, ja, letztes Jahr. Ich bin immer noch in diesem Jahr, also diese Saison. Die Deutsche Meisterschaft ist ja der Abschluss von der Saison 2019. Deshalb hat für mich im Kopf irgendwie die neue Saison noch nicht begonnen. Ja, also Erik hat 2019 auf jeden Fall viel in der Box gespielt, aber das hat auch nichts daran geändert, dass er seine Skills auf der Dreierreihe hat. Oder beziehungsweise seine Skills als Stürmer. Kann jetzt auch hier 2-0 in Führung gehen, hat auch schon wieder den Ball auf der Dreierreihe. Mit der Option auf eine 3-0-Führung. Der erste Schuss gegen links, der zweite gegen rechts. Also je nachdem wie die Bilder sind, und entscheidet sich Erik dann für seinen Schuss. Und schießt hier wirklich exzellent den rechts, also da war nicht so viel Platz, der ist genauso wie er kommen muss. Matthias hat sich auch dann zu viel bewegt, oder beziehungsweise was heißt zu viel, er bewegt sich durchgehend, bleibt dann auf keiner Position richtig stehen, und das führt dann dazu, dass Erik die Zeit gut nutzen kann, um sich auf die Bewegung von Matthias einzustellen und dann das richtige Timing zu wählen.
Da ist wieder der Pass ins Feld. Da ist die erste Miss-Execution von Erik. Er legt den Ball jetzt hier in die Schieberposition und versucht es als Slingshot. Das heißt, als Slingshot wird ein Schuss bezeichnet, den man mit einer Figur vorher gegen die Bande spielt, um dann den abtropfenden Ball beziehungsweise den abtropfenden Ball von der Bande dann mit einer Figur aufs Tor zu schießen. Das hat nicht funktioniert und daraus resultiert jetzt nur noch die 3-2-Führung für Erik. Er geht jetzt wieder auf die Position, legt den Ball wieder hin. Kann den Schuss nicht im Tor platzieren, aber konnte durch schnelles Umgreifen den Ball auf der Dreierreihe fangen. Ja, Matthias jetzt mit weniger Wechseln bleibt länger auf den Positionen stehen, macht die Lücken halt klein auf den Ecken. Und startet jetzt hier mit dem Ziersystem aus dem Abwehrbereich. Erik guckt noch und spielt jetzt aus einem Pinshot-System. Hat wohl das Gefühl, dass er da mit seinem Schieber nicht so ein gutes Gefühl hat. Erik legt sich den Ball. Eieiei, nicht so schön. Aber zählt. Guten Morgen, Simon. Die Mitte ist weit offen bei Erik, also er wechselt die Figuren, die kreuzen sich und nach diesem Kreuzen der Figuren geht die Mitte weit auf und diese Lücke hat jetzt Matthias auch dazu genutzt, um sein Tor zu schießen. Und direkt danach hat man jetzt halt gesehen, dass Erik enger die Figuren dann zusammenstellt und Matthias hat das direkt gesehen und versucht auf links lang den Ball zu treffen, aber den hat er, wenn ich es richtig gesehen habe, dann gegen den Pfosten gesetzt. Auf der Fünferreihe funktioniert das Passspiel gut. Er hat jetzt hier die Möglichkeit zum Ausgleich. Wir sind im ersten Satz, das heißt, wenn der Satz 5-4 für jemanden, also bei 5-4 endet der Satz, nicht so wie vorhin im Entscheidungssatz, wo es dann in die Verlängerung gehen würde. Ja, schöner Zier. Kurzer Slice. Und dann kommt auch direkt das Timeout hinterher. Das hat Matthias gut gemacht. Erik jetzt in der Vorteilssituation. Er hat den Ball auf der Fünferreihe. Das Spiel liegt halt komplett bei ihm. Er legt durch, er schießt weg und gewinnt den Satz. Matthias bewegt sich jetzt viel auf der Fünferreihe. Versucht viele Lücken in kurzer Zeit zu schließen. Und es ist halt für Erik schwierig zu machen, zu passen. Ja, dann macht man es einfach mit einem Schuss aus der Fünferreihe. Gut, wenn es funktioniert, Feuer frei, Satz gesichert, 1-0 für Erik. Aber Matthias war dran.
Das heißt, der nächste Satz, im nächsten Satz ist noch alles drin. Da. Oh, warte, ich muss hier kurz mal an der Technik was regeln. So. Und weiter geht's schon an Tisch 1. Linke Seite Matthias Bade, rechte Seite Erik Dahlmann. 1-0 für Erik in Sätzen. Ja, Matthias guckt sich diesen links lange an. Das hat Erik dann gut verstanden, konnte den dann auch blocken. Aber der rechte kurze, kurz nachdem Matthias mit dem Ball zum ersten Mal in Kontrolle hat, den schießt er sehr gut und damit holt er sich jetzt auch die 1-0-Führung. Ja. Passversuch von Matthias von der Zweierreihe auf die Fünferreihe. Erik nochmal hier von der Fünferreihe. Eieieiei. Da will er es aber jetzt auch unbedingt. So. Erik hat den Schuss ausgelöst. Deshalb. Also, und wurde dann geblockt. Der Ball fliegt ins Aus. Deshalb geht es jetzt weiter bei Matthias auf der Zweierreihe. Und da kann er jetzt schon seinen zweiten Zier im Tor platzieren. Freut sich auch direkt darüber, dass es so geklickt hat, dass es so geklickt ist. Ist natürlich auch immer ein Zeichen an den Gegner. Hey, ich bin da, ich bin wach. Hier ist noch nichts vorbei, ich will. Bam, 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 jetzt geht's hier ab. Zweite Tor in diesem Satz aus dem Abwehrbereich. Da muss Erik jetzt aufpassen, dass er sich da nicht überrollen lässt, oder? Ja. Aber er lässt sich überrollen. Da war die Transition zu den Abwehrstangen quasi nicht vorhanden. Aber das ist natürlich auch eine gute Antwort. Jeder darf einmal hier einen Pushkick machen. Da ist die Freude groß am Tisch. So, weiter geht's jetzt hier mit Matthias. 4-1 Führung ist sehr komfortabel, das heißt, er hat jetzt die Chance, hier den Satz auszumachen, macht er halt auch direkt. Und wir sind jetzt hier in einem 1-1, kommen in den Entscheidungssatz und im Entscheidungssatz gilt es natürlich auch, wer als erstes 5 Tore schießt, hat gewonnen. Außer wenn es 4-4 steht, dann geht es in die Verlängerung. Da gewinnt derjenige, der 2 Tore mehr schießt. Beziehungsweise, wenn einer von beiden als erstes 8 Tore geschossen hat. Oh, guter Block von Erik. Den kann er erst nicht auf der Dreierreihe halten, aber kam dann durch die Bewegung von der Fünferreihe wieder zurück. Und jetzt kommt es drauf an, das erste Ding, 1-0 in Führung zu gehen, ist wichtig in so einem Satz, wenn du mit dem Gegner ungefähr gleich auf bist. Erik hat sich da jetzt auch entschieden, einfach komplett nach hinten zu gehen, wenn Matthias den Ball auf der Zweierreihe hat, einfach um keine Tore mehr von hinten zu kassieren. Schöner Stupser. Ja, da ist die 1-0-Führung für Matthias. Punkt abgenommen von Erik, der ja die Möglichkeit hatte, hier das erste Tor zu machen. Und die Abwehrbewegung von Erik werden jetzt sehr viel schneller. Das scheint Matthias sehr gut zu liegen, der das halt ganz gut, der das Timing da ganz gut hat, ein gutes Timing findet, um da seine Schüsse zu platzieren.
Ja, schön. Schöne Variante da auf den kurzen, zwischen den Figuren durch. Ja, die Bewegungen von Erik werden jetzt wieder ein bisschen langsamer, damit man halt auf den Positionen auch mal stehen bleiben kann, genau wie er es gemacht hat. Super. Das war genau das richtige Mittel, um jetzt im Lauf von Matthias auf der Dreierreihe da Paroli zu bieten. So, jetzt, was passiert jetzt aus dem Abwehrbereich? Er geht in die Pinchot-Position, will durch die Mitte raus. Die ist zu. Die ist auch allgemein schwierig zu schießen bei der Deckung von Matthias. Da bin ich mir nicht so sicher, aber da wirklich so erfolgreich sein wird, wenn er das bei den nächsten Bällen weiter so macht. Kann jetzt hier... Ei. Ja, die Lücke, die war gefühlt nicht da für Erik. Es war genau in dem Moment abgezogen, als er angefangen hat, von seiner Rechtsposition zur Mitte zu ziehen. Da geht der Ball gerade durch und kurz nachdem der Ball durch ist, steht man dann da. 3-1 Führung für Matthias. Der Druck auf Erik jetzt enorm hoch. Er muss scoren, macht er auch. Um dran zu bleiben an dem 3-2, ein Tor Führung. Matthias spielt gut durch. Kann den Ball nicht halten. Macht das an der Bande, ja. Block im Feld. Wieder der Versuch ins Feld. Erik konnte den Ball mit seiner Fünferreihe ablenken. Und hat jetzt die Möglichkeit, aus dem Abwehrbereich zu scoren. Das schafft er nicht. Matthias legt den Ball zum Zier. Erik ist wieder hinten. So, next try. Ich denke auch, also hier in der Situation, viel Bewegung, da mit dem Pinscher durch die Mitte zu gehen, ist nicht so einfach. Die, das war die Bandenoption und die sollte Erik da auch häufiger nutzen. Nice Catch, nice Catch. Da müssen beide lachen. Ding, 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 ding. 4-2 Führung. Hier fehlen jetzt noch zwei Tore für... Hier fehlen zwei Tore für Erik, um in die Verlängerung zu gehen. Kann er den Ball auf der Dreierreihe nicht behalten. Ja, Matthias guckt sich den, guckt die Bewegung an, trifft die richtige Entscheidung, weil Erik da die, das, den Pass ins Feld mehr zugemacht hat als den zur Bande. Oh, der hätte gescheppert, wenn der durchgekommen wäre. Ja, jetzt ist... Oh, ja, die Defense da von Erik, die ist auf den Schuss für den Schrägen hoch, ist es, bewegt er sich dann zu viel. Eigentlich die Lieblingslücke von die Lieblingslücke dann von Matthias, die geht halt auch regelmäßig immer wieder auf und deshalb konnte er den jetzt auch so easy da hinten rausziehen, schräg hoch. Ja, man ist halt auch einfach dazu geneigt. Der Gegner zieht zu sich hin, also ja, von uns aus halt gesehen nach links. Und du bist dann halt als Gegner, bist du halt auch dazu verleitet, auch mit deiner Fünferreihe auch nach links zu gehen, also nach oben zu schieben. Und genau das macht halt auf der Fünferreihe diese Lücke auf. Da muss man dann quasi auf der Dreierreihe entgegenlaufen. Und das ist schwierig, so wie Erik jetzt gerade verteidigt hat, weil er halt schon schwer unter Druck war und das unbedingt verteidigen wollte. Dementsprechend alles richtig gemacht von Matthias. Erik konnte keinen Punkt hier holen.
Und wir hören uns gleich wieder beim nächsten Spiel. Thank you.
größte Anteil war, sich 135. Julian Radis, Ines Spieler, durch 128. Jürgen Neumann, Emilien Vollmeister, durch 138. Alea Groß gegen Alina Schiffer, durch 144. Ulrike Althoff gegen Lina Marlene Reimann, durch 147. Irina Scholz, Jessica Hagen, durch 158. Paul Röpscher, zweiter wieder durch
Wolfgang Hampel,